Willkommen zurück zu Pokémon Revolution Online. Ich nehme den Part jetzt noch am Wochenende auf. Allerdings ist da ein Problem. Ich habe nämlich meinen Mausempfänger vergessen. Das heißt, meine Maus hat keinen Empfang. Fazit, ja, ich bin etwas mauslos. Und ja, wir dürfen den Aufzug immer noch nicht nehmen. Oder? Ja, bis sie was anderes sagt. Warum sagt sie denn nichts anderes? Die erwartet uns doch. Ich hasse Treppen, die so funktionieren. Moin, Bruce. Ja, hier sind wir wieder in der Batcave. Wir wollten nämlich beim letzten Mal, haben wir die Medizin geholt und jetzt wollten wir Amphi was geben. Und, ich werde die ganze Zeit in Steam angeschrieben. Hier. Danke, dass du mir das gebracht hast. Amphi nimmt keine Medizin von Fremden. Jasmin nimmt die Medizin. Amphi ist geheilt. Wir sehen uns in der Arena. Ja, und jetzt der Teleport. Ja, warum auch nicht, ne? Und die Wache ist mit wegteleportiert. Ach so, da kann man auch nichts einstellen. Man geht in den Aufzug und kommt unten wieder raus. Sowas muss man einem aber auch vorher sagen. Woher soll ich das denn wissen? So, jetzt kommen wir zur Stahlarena. Stahl wird für uns nicht so lustig, aber wir kriegen das hin. Mach dir keine Sorgen. Du hast dich selbst im Leuchtturm bewiesen. Oh, der will aber kämpfen. Mach dir keine Sorgen, du hast dich selbst im... Warum wollen die alle nicht kämpfen? Danke, dass du mir im Leuchtturm geholfen hast, aber das hier ist ein bisschen anders. Bitte erlauben mir, mich vorzustellen. Ich bin Jasmin, eine Arenaleiterin. Ich benutze Stahltypen. Du kennst Stahl-Pokémon? Es ist ein Typ, der erst kürzlich entdeckt wurde. Soll ich vielleicht beginnen? Ja, solltest du. Und übrigens, falls ihr euch fragt, wie ich meine Maus steuere, mit dem Touchpad. Alternativ könnte ich das auch über... Stahl... Das funktioniert hier alles nicht, ne? Alternativ könnte ich das auch über einen Controller steuern, den ich so eingestellt habe. Aber jetzt versuchen wir es erstmal so. Ja, jetzt ist das Vieh auch noch aus der Verwirrung raus und pustet uns mit einem Schuss weg. Das ist, ja, problematisch. So, du bist aber ein Elektro-Pokémon. Da habe ich vielleicht ganz gute Chancen, wenn ich einen Stahltyp nehme. Einen Steintyp. Ach ja, Flash Cannon. Stahlattacke. Geisttyp? Oh Leute, wir haben hier... Hier haben wir richtig Probleme jetzt. So, ich versuch's nochmal mit dem Verwirren. Aber als beim letzten Mal so gut funktioniert... Ich hasse ein Touchpad, ne? Ich bin jemand, ich brauche eine Maus eigentlich. Im Normalfall. Habe ich jetzt hier halt nicht. Ja, Spukball. Ich weiß nicht, ob der überhaupt richtig funktioniert, ja. Normaler Schaden halt. Das ist immerhin, das ist das Beste, was wir heute kriegen. Und es hat sich nicht mal selber totgehauen. Frechheit. So, gegen das Vieh haben wir natürlich mit Flug, mit Elektroattacken große Chancen. Ja, Brave Bird, du mich auch. Ah. Ihr merkt schon, ich komme nicht damit klar. Also, sowohl mit der Arena als auch mit dem Touchpad. Aber ich wollte den Part heute noch aufnehmen, weil ich kann ja sonst nichts aufnehmen. Also, ich könnte schon, aber... Was ihr noch nicht wisst, das Projekt, das ich aufnehmen könnte, ist schon längst aufgenommen. Das heißt, geht nicht mehr. So, jetzt kommt ein Pokémon, vor dem ich tatsächlich die ganze Zeit etwas Angst hatte. Elektro-Pokémon können, glaube ich, nicht elektrisiert, also paralysiert werden, aber ist ja wurscht. Wir kommen ja hier eh nicht weiter. So, Meganie ist jetzt das letzte Pokémon, das hier eine Chance hat. Ich hoffe so ein bisschen drauf, dass ich über die Synthese hier was reißen kann, aber es sieht derzeit nicht so aus. Das Problem ist, wenn ich richtig liege, dann zeigt das hier auch keine Wirkung. Und Synthese bringt auch nichts mehr, weil es zuerst angreifen darf, ja. Da bleibt uns nur Offscreen-Training, weil wir haben keine Chance, ihr merkt's.
Ich kann mir jetzt hier zwei Strategien zurechtlegen und versuchen, aber... Oh, Dark Pulse. Das würde ich mir doch schon eher mal überlegen. Stärke 80, ne? Soll ich Sucker Punch kommen? Wir haben schon ein Pokémon, das mit Sucker Punch ausgestattet ist. Jetzt kriegen wir noch ein anderes. So, jetzt heißt es aber Training. Weil so kommen wir hier auf keinen Fall weiter. Auf gar keinen Fall. Moment, da trainieren wir am besten auf See, würde ich sagen. Problem ist, ich weiß nicht, wann ich den restlichen Kram hier aufgenommen habe. Dienstag oder Mittwoch. Nee, hier am Sailor John musste ich nicht vorbei, genau. Aber hier ging ja noch ein Weg weiter, ne? Gehen wir erstmal den Weg. Oder werde ich hier wieder nicht... Doch, ich werde durchgelassen. Gehen wir in die Garage. Robbie, moin Robbie. Ne? Was? Ich bewege mich hier. Und ich bewege mich nur hier und ständig kommen neue Kämpfer und fordern mich heraus. Lass mich jetzt alleine. Ja, dass du dich da nur bewegst, das sehe ich. War hier nicht diese Kampffamilie? Ne, das war in einem anderen Teil. Hä? Verwechselt. Das war in Rubin Saphir. Ich kann die Tafel nicht lesen. Schön. Nicht lesbare Tafeln. Und was ist das jetzt hier? Das ist ein Ort, den ich nicht benutzen kann. Nicht eintreten. So. Dann ist dieser Ort hier völlig unnütz, oder? Wie? Ich meine, ich kann hier ja nicht vor das Schild, ja? Ich kann nicht vor das Schild, ich kann nicht hinter das... Also hinter das Schild kann ich schon, aber ich kann es nicht lesen. Ich wüsste gerne, was da drauf steht. Weil dieser Ort hier wirkt auf mich doch sehr, sehr unnütz. Ich kann mal gucken, ob ich auf See zumindest noch ein Item oder so bekomme. Aber wie es aussieht, nicht. Nein. Was bringt das? Leute, für mich wirkt das hier echt alles komplett unnötig. Stehen hier auf dem Schild. Vielleicht mal lesen. Lesen bildet. Und Training stärkt. Ich kann das Schild auch nicht lesen. Ich kann keine Schilder mehr lesen. Ich habe es verlernt. Ja gut, dann bleibt uns ja eigentlich nur, dass wir zurück auf See gehen und dort trainieren, ja. Was anderes können wir derzeit nicht. Jetzt habe ich einen falschen Knopf gedrückt. Problem ist, eigentlich bräuchten wir Feuerattacken. Mit Feuerattacken wäre das alles viel, viel einfacher. Aber ich glaube, wir haben keine Feuerattacken. Haben wir? Gewinnt. Alles okay, Kampfattacke ging auch. Notfall. Hornbohrer. Takedown. Eisstrahl bringt nichts. Dreikochner bringt auch nichts. Konter bringt auch nichts. Geowurf ist auch recht schwach. Nee. Taunt und Psywelle. Nee, alles nicht gut. Also wie gesagt, obwohl... Wir können es ja mal probieren. Kann ein Pokémon... Obwohl, Mega Kick... Ist Mega Kick normal? Ich glaube, Mega Kick ist sogar eine normale Attacke. Ich bin mir halt nicht sicher, weil in der ersten Generation war es eine normale Attacke. Allerdings war in der ersten Edition so viel noch anders. Daher bin ich gerade ein wenig verwirrt. Mantax haben wir noch nicht. Fangen wir uns einen Mantax, würde ich sagen. Ich möchte einen Mantax fangen. Verwirren wir uns einen Mantax.
So, komm mit. Ich will dich dabei haben. Du wirst ein neues Teammitglied. Und ich finde es ja unglaublich, wie viel wir hier Offscreen-Training machen müssen, damit wir bei dem Projekt hier nicht ewig spielen, weil ich merke ja auch, wie die Zuschauerzahlen runtergehen. Ihr, die ihr zuseht, ihr mögt das ganz gerne und das finde ich auch klasse. Aber das Problem ist halt, ich muss gucken, dass ich auch Zuschauer anspreche, ja, und wenn viele das nicht sehen wollen, dann funktioniert das halt nicht. Aber ich meine, dafür schneide ich es euch ja ideal. Also, ich gebe mir ja da wirklich Mühe und vielleicht empfehlt ihr mich ja auch mal weiter. Das wäre so mein großer Wunsch. Und Training funktioniert hier echt besser als gedacht. So, da die Strudel hier aber nicht funktionieren, kommen wir hier einfach vorbei. Bis Weiß ist tot. Mistvieh. Aber die Erfahrungspunkte, Leute. Bei wilden Pokémon solche Erfahrungspunkte. Das sieht man nicht selten. Und wir verirren uns jetzt nochmal. Habe ich noch Fluchtseile? Ich glaube nein. Wir brauchen keine Fluchtseile. Wir kommen auch so zurecht. Sage ich jetzt, bevor ich mich verirrt habe. Dann besorge ich mir einen Lageplan von dem Ding hier. So. Im Notfall gehen wir nochmal zurück zur Safari-Zone, wenn ich bis nächsten Part mit dem Training noch nicht durch bin. Weil das bleibt uns hier auch, dass ich auf Safari gehe. Dann muss ich halt bloß das Geld besorgen, aber das ist ja Nebensache. Ist ja nicht wie im echten Leben. Man kommt hier ja so schnell die Kohle zusammen. Ich meine, wenn ich hier mich eine Stunde wirklich hinsetze und trainiere, ja, eine Stunde, die ich eigentlich nicht habe, aber gut, dann kriege ich hier so viel Kohle zusammen, können wir uns locker in die Safari-Zone setzen. Get him in red for account with 4 bet in blue. Achso, er gibt 50.000 auf dem roten Server, wenn man ihm einen Account mit 4 Orden in blau gibt, vermutlich zum Tauschen. Schön. Bin jetzt hier durchgelaufen. Habe ich jetzt irgendwas gewonnen? Nee. Also da unten die Strudelinseln wahrscheinlich dann, um Lugia herauszufordern, aber ansonsten auch recht nutzlos. Da kann man hier viel besser trainieren. Außerdem ist der Part eh gleich wieder vorbei, aber allein schon, dass wir hier so gut trainieren können, zeigt, dass wir wahrlich viel zu sehr unterlevelt sind. Wir sollten hier viel, viel stärker werden. Aber es ist ja nicht irgendwas, was ewig dauert, weil ihr seht, es sind vielleicht 6 Pokémon, dann ist man hier schon wieder Level up. Und ich denke mal, ich werde in Angriff nehmen, dass unsere Pokémon im nächsten Part weitestgehend Level 50 sind. Oder sagen wir mal 48, weil ich muss ja jetzt doch eine ganze Menge Pokémon trainieren und sagen wir 48. Und ich gucke nach, ob Mega Kick inzwischen Kampf ist oder ob der immer noch normal ist. Und ansonsten, ja, gucken wir einfach mal, mit was wir gewinnen können. Weil ich meine, das erste Pokémon, das Magneson, das können wir ja mit unserem Alpollo, beziehungsweise, falls ich irgendwann mal dazu komme, Gengar dann recht leicht besiegen. Oder ja, leicht nicht, aber wir können es besiegen. Dann kommt ja das Pokémon, dessen Name ich vergessen habe, oder beziehungsweise auf den ich gerade nicht komme. Ja, das andere Stahl-Pokémon, ja, das können wir mit Ampharos leicht besiegen. Und dann müssen wir mal gucken. Dann fangen die Probleme an. Weil dann bräuchte ich im Prinzip, ja, unser Alpollo wieder.
Was aber nicht funktioniert. Und im nächsten Part gibt's wieder mein Touchpad. Das sage ich euch. Gibt's nicht mein Touchpad. Gott, das wollt ihr nicht. Ab dem nächsten Part. Das ist dann am Mittwoch, also morgen. Und ja. Ich nehme das Ganze jetzt am Sonntag auf und ich fahre nachher wieder in meine Wohnung und dort habe ich meinen Mausempfänger und dann ist alles wieder gut. Dann ist die Aufnahme wieder gerettet und dann nehme ich auch wieder die anderen Projekte auf, weil zum Beispiel Pokémon Trading Card Game ist noch nicht aufgenommen für heute. Ja, ist noch nicht. Für gestern. Verdammt. Ich habe vergessen, dass ich bis Montag aufgenommen habe für einen Moment. Habe ich gemacht. Im Voraus und trotzdem nehme ich jetzt auf. Warum? Damit ich was Produktives noch getan habe, bevor meine Schwester mich besucht. Ich fand das so süß mit dem Gag, aber... Leute, ihr lasst mir jetzt in den Kommentaren einen Daumen nach oben und ich sage Tschüss und bis dann. Euer Wolf.